Hi meine Lieben, ja heute mache ich bei einem Tag mit. Ich mache ja wirklich nicht viele Tags mit, also egal ob ich da getaggt werde oder nicht. Mir gefallen viele Tags einfach gar nicht, also irgendwie dieser Regenbogen-Tag fand ich super langweilig. Oder auch diese Tags, wo im Moment so angesagt sind mit das letzte Mal, das erste Mal. Ja gut, das kann man sich ein paar Mal anschauen, aber nach einer Weile wird das einfach irgendwie, finde ich, langweilig. Und ich habe keine Lust, dass ich dann dasselbe auch nochmal drehe. Und man sieht es ja auch an den Klickzahlen von den anderen, dass es dann nicht so oft geschaut wird. Und deswegen wähle ich meine Tags sehr gut aus. Und jetzt wurde ich von der Chrissy Kosmetik, die jetzt aber Hello Chrissy heißt, die ich auch schon sehr lange schaue, getaggt. Vielen lieben Dank von dir. Und das ist ein Tag, der mir mal wirklich gefällt. Denn es ging um die Herbst-Besties, glaube ich, hat es genannt, ja. Und da geht es um alles Mögliche, um Kosmetik und um Kleidung, um Accessoires, alles Mögliche. Und den Tag finde ich super interessant. Und ja, wir beginnen mit den Lippenstiften, genau. Die Lippenstifte, die ich zurzeit sehr gerne mag und auch immer wieder für den Herbst und Winter so rauskrame, sind sehr viele rote Töne. Das machen die meisten, glaube ich, aber besonders halt so dunklere, also solche Farben hier. Und ich fange mit meinem Liebling an. Das ist von P2, die Nummer 100 Oxford Street. Ein wunderschönes Rot. Und ich mag das eben, wenn die nicht so richtig rot sind, sondern ein bisschen mehr eben ins Weinrote gehen. Und das ist diese Farbe hier. Finde ich sehr, sehr hübsch. Ist mein absoluter Liebling. P2 hat da super die Farbe getroffen. Dann habe ich einen von Catrice aus dieser neuen Ultimate Shine Gel Color Reihe, die 010 Loves Divine, habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Die sind sich alle sehr ähnlich, also das ist mehr so ein glossiges Finish, wobei matt auch sehr schön aussieht im Herbst und im Winter. Das ist jetzt der Loves Divine. Dann habe ich einen aus, auch von Catrice, aus der Ultimate Color Reihe, die 220 Step Red Up. Der geht ein bisschen mehr ins Normalrote, würde ich sagen. Das ist dieser hier. Dann noch ein von Catrice, die Nummer 080, My Red Card. Ich hoffe ja, dass es die alle noch irgendwie gibt, weil das wäre natürlich jetzt blöde. Ich kaufe auch sehr selten nur noch LE-Produkte, weil mich das selber mal aufregt. Wenn ich dann was Tolles gefunden habe, dann kann man es nicht mehr nachkaufen, ne? Das ist dieser hier jetzt. Dann die zwei neuen aus dem Essenssortiment, finde ich auch klasse. Einmal die 03 Dare to Wear. Sieht total knallrot aus, ist aber dunkler, als man im ersten Moment denkt. Die sehen sich alle recht ähnlich, wenn man sich das mal so anschaut. Das ist der hier, Dare to Wear. Und noch einer von Essence, auch mein Liebling, und den trage ich auch gerade auf den Lippen, ist die 04 On the Catwalk. Sehr schöner Ton. Das ist dieser hier. Ja, und neben diesen ganzen bärigen Tönen hier mag ich auch noch sehr gerne diese zwei Farben. Das sind so eine Art von Nude irgendwie, aber so schön. Also nicht so totes Nude, nicht so beige, sondern so ein bisschen, ja, so leicht bräunlich, rosenholzfarbener. Also sehr schön auf jeden Fall. Das ist zum einen hier von Essence, der Stay Matte Lip Cream in der Farbe 03 Soft Nude. Den trage ich auch nochmal hier auf. Kommt im ersten Moment dunkler rüber, als er wirklich ist, muss man echt sagen. So, das ist einmal dieser hier und der wird auch eher matter. Und einmal meine große Liebe von MAC, das ist der matte Lippenstift Kinda Sexy. Sieht so aus, sieht auch wunderbar aus und ich könnte mir vorstellen, dass den auch ganz viele tragen können, also dass der vielen steht. Und das ist dieser Ton hier von MAC. Sehr, sehr hübsch. Ja, dann kommen wir zu der Lieblingsrougefarbe im Herbst. Und meine Lieblingsrougefarbe ist dieses hier, das ist das Defining Blush von Catrice. Sieht so aus, hat so einen Rosenholz-Unterton, würde ich sagen. Und heißt 020 Rose Royce. Sehr, sehr schön. Ist nicht zu kräftig. Man kann es schön verblenden, aber man sieht trotzdem was. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt zu zeigen, dass jetzt immer total reingedatscht hat.
Aber man kann das auch sehr gut ausblenden, wie man hier vielleicht sieht. Hier zum Beispiel. Sieht sehr, sehr schön aus. Also ich liebe den im Herbst. Ich habe den auch schon teilweise im Sommer getragen. Aber für den Herbst ist das so ein richtig typischer Ton, finde ich. Dann kommen wir zu den Lieblingslidschatten für den Herbst. Eigentlich bin ich total dieser Braunton-Mensch. Nennt man das so? Nein. Irgendwie mag ich Brauntöne halt viel lieber als Lidschatten, als irgendwelche anderen Töne. Also so beige und vielleicht noch in schwarz. Aber an sich ist es meistens so Nude-Farben, Braunfarben. Und da gibt es auch Matte jetzt von P2 zum Beispiel, die ich sehr gerne mag. Das ist zum Beispiel, also die heißen P2 Matte Dream Eyeshadow in der Farbe 90 Brown Delight. Ein sehr, sehr schönes Braun. Und sind auch gut pigmentiert. Wenn man dann eine schöne Eyeshadow Base drunter macht, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Dann einmal aus der gleichen Serie die 020 Brown Chic. Das sieht so aus. Dann von Manhattan eine, also die müsste es alle noch geben. Die 95R Matte Maroon. Der sieht schon ein bisschen, naja, aus. Dabei ist er noch gar nicht so alt. Also der ist ein bisschen bröseliger, aber funktioniert sehr gut. Also das ist auch so ein matter Ton. Dann von Catrice, ich liebe die Lidschatten von Catrice. Ich hoffe, dass es die noch alle gibt, denn bis ich mal einen aufbrauche und nachschauen kann, ob es den wieder mal gibt, dauert ewig bei mir. Das ist einmal die Farbe 400 My First Copperware Party. Sehr, sehr hübsch. Ein sehr dunkler Ton, der aber auch schimmert. Dann einmal die Farbe 080 Go Charlie Brown. Das ist dieser hier. Dann die Farbe 070 Mr. Coppersfield. Das ist dieser Ton. Der ist mehr so ein bisschen goldener. Und zuletzt einmal die 450 Oh It's Toffee Full. Auch so ein mehr goldener Ton. Ja. So, dann kommen wir zum vierten Punkt. Das ist die Lieblingspflege im Herbst. Und das sind mit Abstand diese zwei Produkte hier. Das eine ist von Soap & Glorious, The Writer's Butter. Das ist eine Körperbutter, die so unglaublich gut riecht. Wer das Flake Away Peeling kennt, der wird diese Body Butter auch lieben. Denn sie riecht genauso. Im ersten Moment denkt man eigentlich, sie ist viel schwächer, wenn man so dran riecht. Aber wenn man die auf der Haut verteilt und es dann so schön schmilzt und... Ja, es ist eine weichere Body Butter, würde ich sagen. Die ist nicht so richtig hart. Und ja, es gibt einen Wahnsinnsduft. Danach braucht man kein Parfüm mehr und so. Und die pflegt wunderbar. Und ich liebe die, vor allem für die Beine und so. Für die Arme mag ich das sehr, sehr gerne. Und kann ich nur empfehlen. Die ist wirklich toll. Gibt es bei Douglas. Und zum anderen von Rituals, die Honey Touch Cream. Das Einzige, was mich bei der ärgert, die gibt es eigentlich nur in einem Topf. Aber ich hatte so eine, so ein Starter-Kit oder wie man das nennt, mit Shampoo und dem und ein kleines Duschgel und so Zeug drin. Und da war die eben in so einer kleinen Packung. Und genau von dieser Serie gibt es die nicht mehr in so klein oder gab es nie. Die gibt es irgendwie nur in diesem Set und das ärgert mich tierisch, weil von den anderen Duftrichtungen gab es das, aber nicht von dieser. Ich verstehe das nicht. Aber ich würde mir wünschen, in Rituals, die man so als kleine Creme rausbringen würde, das wäre dann wie so eine Handcreme und ich liebe das. Also die zwei Düfte sind unschlagbar. Ich liebe die abgöttisch und würde die mir ewig nachkaufen. Und ich glaube, dass ich mir diesen Winter keine Body Cream oder irgendwas wieder kaufen werde, weil ich die zwei einfach zu sehr liebe. Mal sehen, ob das hält, dass ich da nichts kaufe. Also die zwei sind echt die besten Produkte, die ich je hatte, auch von der Pflegewirkung. Dann kommen wir zum fünften Punkt, der Lieblingsnagellack. Und im Moment finde ich, dass P2... so die beste Farbauswahl hat im Moment. Ich liebe P2 Nagellacke seit einer Weile erst wieder. Also P2 hatte vorher viele Sachen, was mir nicht so gefallen hat, aber ich finde, die haben stark aufgeholt. Zum einen sind es die zwei Nagellacke, die es im Moment auch bei denen gibt. Das ist einmal die Nummer 691, Can't Get Enough. Ist so ein schönes, dunkles Rot, das trage ich auch im Moment. Hier zum Beispiel. Wenn man das so sieht, ist ziemlich dunkel, aber das ist das perfekte Weinrot. Also wirklich das allerbeste, perfekteste, was ich habe.
Und die 190 Hold Me Tight, das trage ich zum Beispiel hier auf diesem Finger. Auch ein sehr, sehr schöner Ton. Und das sind so meine Liebsten eigentlich, wenn es um so bärige Töne geht, vor allem so Weinrot. Dann habe ich aus diesem Farbenspektrum einmal den von Essie, den Bahama Mama. Der geht so ein bisschen mehr ins Pflaumige. Also ist auch so ein schönes, ja nicht unbedingt Weinrot, aber so Burgunder, Pflaumeton mehr. Und einmal von Essie den In Stitches. Ich liebe den. Den habe ich letztes Jahr sehr, sehr häufig getragen. Das ist so ein schönes, ja, so ein dunkles Altrosé-Bärenton irgendwie. Sehr, sehr hübsch. Und dann hat P2 noch so gräuliche Nude-Nagellacke rausgebracht. Das sind zum Beispiel solche hier. Das sind zum einen, das ist so ein eher gräulicher Ton, den ich auch sehr hübsch finde. Das ist die 120 Urban Queen. Müsste es eigentlich auch noch geben. Dann einmal den 020 Business Woman. Das geht in einen leichten Taubton. Und einmal die 150 Cute Girl. Das ist mehr so ein Nude-Rosé-Ton wieder. Und von P2 diesen Sand Style in der Nummer 070 Pretty. Auch wunderschön. Ich weiß nicht, ob das so typisch herbstmäßig ist, aber wenn man das so auf einem Nagel aufträgt, finde ich das sehr hübsch, auch jetzt zur Herbstzeit. Und dann eben matte Topcoats, damit die Nagellacke matt aussehen, finde ich auch super hübsch im Herbst. Zum Beispiel gibt es den hier, der ist ganz gut, wobei ich den nicht oft benutzt habe. Ich glaube erst einmal, weil dann auch der Sommer kam. Manhattan Topcoat Matte Effect Lack, der sieht so milchig aus. Und der funktioniert eigentlich sogar besser als der von Essie, weil der Essie Matte Coat hat bei mir nicht so funktioniert oder immer nur nach, ich weiß nicht, nicht immer gleichmäßig, ganz komisch. Also da fand ich den sogar besser. So, dann kommen wir zum sechsten Punkt, Produkte für die Haare. Also ich muss echt sagen, dass ich keine speziellen Produkte habe für die Haare. Im Sommer nehme ich so ein Spray, was noch UV-Schutz mit drin hat. Aber ansonsten wechsle ich das nach Lust und Laune und mache das nicht abhängig von der Jahreszeit. Also ich benutze sehr gerne Paul Mitchell Produkte, aber das auch schon ziemlich lange. Und ja, ich wechsle da immer mal wieder. Im Moment finde ich die Wild Ginger Serie schon seit längerem recht gut. Aber das hat jetzt eigentlich nichts mit der Jahreszeit zu tun. Deswegen habe ich jetzt nichts, was ich entsprechend dem Herbst als Liebling ja, zeigen könnte. Ja, dann kommen wir zum siebten Punkt, der Lieblingsduft. Also ich habe ein paar Parfüms, die ich sehr gerne mag. Das sind zum Beispiel von, wenn ihr das hier seht, das La Vie est Belle von Lancôme. Was ich aber ab und zu auch mal im Sommer getragen habe, aber dann auch so, wenn es nicht so ganz heiß war. Das ist zum Beispiel eins, was ich sehr gerne mag. Dann von Rituals dieses Lily and Violet. Nee, White Lily and Violet heißt das zum Beispiel. Oder von Marc Jacobs, aber da habe ich noch so kleine Mini-Düfte hier stehen, hier oben. Aber die mag ich auch sehr gerne und Body Sprays benutze ich im Herbst eigentlich auch noch sehr gerne. Die sind jetzt von Victoria's Secret, die man aber auch online bestellen kann. Da habe ich auch meine her. Und was habe ich hier noch? Ah ja, Flower Bomb, wobei ich eher finde, dass das ein Frühlingsduft ist. Aber ich benutze meine Düfte auch so, also ich grenze jetzt auch nicht total ab nach Jahreszeit. Außer im Sommer will ich leichtere Düfte. Aber der Rest der Jahreszeiten ist dann eigentlich alles wild gemixt. Also ich sage dann nicht, nein, den Duft nehme ich nicht, weil das ist jetzt ein ganz typischer Sommerduft oder so. Eigentlich nicht. Außer die schweren Düfte, die nehme ich halt dann wirklich nicht für den Sommer. Aber ansonsten mixe ich das eigentlich querbeet. Was ich allerdings noch an Düften empfehlen kann, ist zum Beispiel von so einer Kerze, also nicht so einer Kerze, aber so eine Duftlampe, wo man oben so eine Tart reinmachen kann. Das sind so Yankee Candle Tarts zum Beispiel. Die gibt es bei Müller in Karlsruhe zum Beispiel auch zu kaufen. Und die macht man oben rein, zerbröckelt das so ein bisschen, so ein Stück, so ein Viertel vielleicht. Das sieht aus wie so eine Blume. Ich habe jetzt kein ganzes mehr, sonst hätte ich euch das noch gezeigt. Ich habe nur so zerbröckelte irgendwie. Ja, und dann macht ihr rein, das schmilzt dann und die Kerze erwärmt. Und dann duftet das wunderbar, wie eine richtige, ja, Yankee Candle Kerze, nur dass man halt so ein Stückchen braucht. Und der Nachteil ist, dass man es eben erst aufbrauchen muss, deswegen macht man nur ein kleines Stück rein. Das habe ich am Anfang nämlich auch falsch gemacht. Aber an sich ist das sehr, sehr hübsch und man braucht nicht so viel Geld ausgeben für Yankee Candle, wenn man nur so ein kleines Tartstück nimmt.
Oder was ich auch empfehlen kann, die gibt es bei Primark zum Beispiel. Das sind diese Kerzen hier. Das zum Beispiel diese, oder Vanilla Pot heißt der jetzt. Den gibt es an der Kasse meistens für 1 Euro. Und die riecht sehr, sehr gut nach Vanille. Also wer auf Vanilledüfte steht und so, der sollte mal nach dieser hier Ausschau halten. Die habe ich jetzt noch vom letzten Jahr. Die ist super. Dann kommen wir zum 8. Punkt, das Lieblingskleidungsstück oder allgemein Lieblingskleidungsstücke. Also ich muss sagen, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Weinrot, Bordeauxrot, also was in die Richtung. Und sobald ich was sehe im Moment, was diese Farbe hat, dann ist schon die Chance hoch, dass ich es kaufe. Also ich liebe das sehr. Dann mag ich Schwarz und auch Beige-Töne, die gehen für mich auch wieder. Das ist auch so typisch eine kältere Jahreszeit für mich. Und ja, ich mag halt so Oversize-Pulli oder auch so gestrickte, wo so eine Optik mit drin haben zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, einfach so ein bisschen Oversize, so ein bisschen lockerer, mag ich auch sehr gerne. Und dann eben eine enge Hose dazu. Oder auch Cardigans, ich liebe Cardigans. Wie zum Beispiel dieser hier, der ist von H&M, den müsste es eigentlich auch noch aktuell geben. Der hat halt so ein schönes Muster hier drin, hat auch so ein bisschen längere Ärmelchen. Also hier so weitere Ärmel, an sich sind die kurz. Aber auch so ein bisschen lockerer und weiter geschnitten und ich finde den sehr, sehr hübsch. Und ja, dann zu Jacken und so mag ich sehr gerne. Also ich muss sagen, kaum war es kalt, habe ich schon wieder fast meine Winterjacke, was heißt fast, ich habe sie angehabt. Mir war dann sofort wieder viel zu kalt, man muss sich dann erst wieder dran gewöhnen. Ansonsten mag ich so Trenchcoats und sowas sehr gerne. Das ist zum Beispiel einer hier. Der ist auch von H&M, den kann man vorne eben so zuknöpfen. Hat so ein bisschen so einen englischen Touch und hat hier noch was zum Binden. Mag ich auch sehr gerne und hat noch eine Kapuze hier hinten. Einfach so ein bisschen auf Trenchcoat. Der war von H&M letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar. Aber solche gibt es ja immer mal wieder. Und was ich seit letztem Jahr besitze, ist diese Jacke hier. Ich weiß gar nicht, ob die auch einen speziellen Ausdruck hat. Die hat eben noch diese Lederärmel, die Jacke hatte dann auch fast jeder irgendwie. Also die werde ich auch auf jeden Fall noch im Herbst tragen. Die ist auch so ein bisschen tailliert. Ja, und vor allem mit dem Beige mag ich das mehr wie mit diesem dunklen Khaki-Grün, was voll viele hatten. Ich finde, die passt dann besser zu vielen Sachen. Dann kommen wir zu neuntens, die Lieblingsschuhe im Herbst. Und da muss ich sagen, mit Abstand sind das solche Schuhe. Ich liebe sie, solche Schnürboots oder wie man die genau nennt. Einmal in so einem Schwarzton, die habe ich damals, ich glaube vor 1-2 Jahren auch, nee, es dürfte letztes Jahr gewesen sein, von Götz gekauft und dieselben fast in mit so einer Wildlederoptik, das haben die hier auch. Ja, von Primark war das, aus London, aber auch so beigefarben, sieht immer wieder schön aus. Ich liebe diese Art von Schuhen, das ist absolut meins. Dann gibt es Wedges, ich liebe, liebe Wedges. Diese hier zum Beispiel sind jetzt aktuell von H&M, aber da muss ich sagen, das sind nicht immer so Alltagsschuhe, also das oder die ziehe ich eher an, wenn ich in die Stadt gehe oder so und dann sind das so meine Lieblinge, aber generell bin ich total der Wedges-Fan, weil es einfach super bequem ist. Und diese hier waren von letztem Jahr oder von Anfang des Jahres von Primark und die sind eben auch so weinrot und sind auch wunderschön. Und was ich auch gerne mag, sind einfach normale Stiefeletten, die dann vielleicht irgendwas Ausgefallenes haben. Die sind auch von Primark von vor ein paar Wochen, Monaten gewesen. Und ja, Monate sind es noch gar nicht her, ein paar Wochen. Und ja, ich mag auf jeden Fall Stiefeletten sehr gerne. Ich bin überhaupt kein Stiefeltyp. Also ich habe schon seit, ich weiß nicht, 3-4 Jahren keine richtigen Stiefel mehr getragen. Also sehr selten. Und wenn, dann kaufe ich oder schaue ich immer nur nach Stiefeletten. Also mir gefällt das viel, viel mehr. Und solche Boots mag ich immer gerne, so leicht Biker-mäßige Boots. Sowas ist dann eher meins. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem 10. Accessoires. Also Accessoires kann man ja auch alles Mögliche nehmen. Was bei mir jetzt wieder kommt, sind zum Beispiel Ringe. Die trage ich im Sommer so gut wie nie. Weil wenn man so schwitzige Hände hat und alles so, man möchte am liebsten so wenig wie möglich anziehen und dann gehören auch Ringe bei mir dazu. Und die trage ich jetzt im Herbst wieder häufiger. Vor allem diesen hier, den gibt es auch aktuell bei Primark. Dann natürlich Schals und ich habe euch mal meine zwei allerliebsten rausgesucht. Das ist einmal so einer hier, den gab es mal bei H&M. Der hat so eine schöne Struktur. Und ja, der ist so beigefarben, nudefarben, mag ich sehr gerne, passt zu vielem, kann man immer tragen, ist so ein Schlauchschal. Ich bin auch ein sehr großer Anhänger der Schlauchschals. Und einmal auch einen normalen Schlauchschal, den gab es auch mal bei Primark.
Da ist eben auch so Weinrot. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Dann Mützchen und so ein Zeug. Also ich liebe diese, ich weiß nicht genau, wie die sich nennen. Das sind so Ballonmützen. So leicht französisch angehaucht, glaube ich, irgendwie. Finde ich super, super schön. Dasselbe Modell, also das habe ich von H&M. Das gleiche Modell nochmal, ein bisschen dicker, in Weiß habe ich auch nochmal. Und ich werde mal sehen, ob ich mir noch einen in Schwarz zulege, weil das auch eigentlich zu allem immer passt. Und dann eben noch solche Stirnbänder, die es in verschiedenen kleinen, unterschiedlichen Varianten immer wieder bei H&M gibt. Die habe ich auch damals von H&M. Was bei mir auch noch unter Accessoires fällt, sind auf jeden Fall Taschen. Und zum einen ist es die Tasche, die ich eigentlich auch schon im Sommer sehr häufig getragen habe. Aber wenn es zu heiß wurde, dann ist Schwarz nicht unbedingt die Farbe im Sommer, die man als Tasche bei sich tragen sollte, weil dann es noch wärmer ist und unangenehm, wenn die dann in der Sonne ist. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich sie jetzt nun noch öfter tragen kann. Und das ist meine heißgeliebte Ted Baker Tasche. So sieht sie im Licht natürlich immer mega glänzend aus. Also das ist schon so ein, ja, so Latex-mäßig, aber nicht so grell scheinend, wie hier es immer aussieht. Also nicht so extrem, finde ich. Und da steht wie immer Ted Baker drauf und hat diese typische Schleife hier oben. Und die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Hier stehen noch so ein paar Städte neben, wo es die eben so gibt, diese Läden. Und hier dieser typische Spruch von Ted Baker. Ja, also die liebe ich und die passt auch zu jedem Outfit, weil sie eben schwarz ist und schwarz passt halt immer und ich liebe meine Ted Baker Tasche über alles. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar taggen. Die kommen jetzt gleich im Abspann, weil ich mir jetzt gar keine Gedanken darüber gemacht habe, wen ich tagge. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar reinschreiben. Würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! I'm gonna party hard.